Grüße euch, Paraguay Live. Mein Name ist Bit und herzliche sonnige Grüße aus dem noch sonnigen Paraguay. Diese Woche sollte es etwas kühler werden, aber wir kommen gleich zum Thema. So, also jetzt sollte man noch die tolle Sonne und das tolle Wetter mal genießen. Ihr habt mich auch gefragt, bitte zeig doch deine Umgebung. Also wir haben noch viele Anfragen, ich habe euch auch mal erwähnt, nach Grundstücken. Und ich wollte euch gerne zeigen, wie bei uns die Umgebung, beziehungsweise direkte Umgebung bei uns ja aussieht. Also es sieht wirklich toll aus. Wir sind schon 18 Jahre hier und die Palmen, die ihr hinter seht, haben wir auch selbst gepflanzt. Und die Natur ist natürlich auch dazu gekommen. Also, ich lade euch ganz herzlich ein, werde da sicherlich mit Musik unterlegen, damit ich nicht zu sehr und zu viel quatsche. Okay, also bleibt dran, ich lade euch ganz herzlich ein. So, also was die Grundstücke angeht oder grundsätzlich das Grundstück, also wir haben hier eingezäunt insgesamt 50 auf 60, also 3000 Quadratmeter. Das ist also für uns und für Gästebereich. So, sodass im Prinzip für uns bleiben da vielleicht knappe 2000 Quadratmeter. Und da zeige ich euch, was wir gepflanzt haben, wie wir es gepflanzt haben. Natürlich hat es etwas länger gedauert, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Deshalb, ich muss euch ganz ehrlich sagen, gut, also die 2000 Quadratmeter, die reichen mir jetzt komplett aus. Also zumindest zum Wohnen. Und da bin ich der Meinung, dass es sogar noch etwas weniger sein können. Okay, also schaut euch das an. Bleibt dran. So, da haben wir auch diverse Palmen und so ein wunderbarer Baum, der sich Shivato nennt.
also mit wunderbaren Blüten. So rote sind die, ist auch nicht die Jahreszeit dazu. Aber es bietet, ich gehe noch mal rein. Seht ihr, das ist Natur pur. Für uns zumindest. Ja. Hier noch die Mandarinen, die natürlich noch grün sind, aber mit der Zeit werden die schon gelb bzw. orange sein. Hier ist die Paraguayische mit den Kokosnüssen. Ah, da sieht man die schon. So, da im hinteren Bereich sieht man Gästebereich. Also auch diverse Palmen. So, also ich muss ja sagen, dass wir also schon stolz auf uns sind, weil das also wirklich schon ein Paradiesgarten ist. So, und hier gehe ich noch ein paar Schritte zurück. Und da sind wir ja, oder das kann man ja weitere Zitrusfrüchte sehen. Da sind noch Kräuter dahinter und die paraguayische Palme. So, da geht's weiter. So, da sind Mandarinen. Also eigentlich, na, hier links, wo ich stehe, da sieht man noch Orangen. So, klar, wir spritzen nicht. So, deshalb sehen die ganz wie in der Natur aus und nicht wie in dem Supermarkt. So, und einige Sträucher sind schon zugeschnitten und das alles jetzt im Mai 2021. Also wirklich viele Gäste, die jetzt zu uns kommen, sagen, wir wollen es einfach mehr schätzen, weil wir einfach im Paradies leben, und so sehe ich es mittlerweile ja auch. Dahinter kann man noch die Bananenpflanze sehen, auch ohne Früchte, seht ihr, und da die Palmen. Also es ist einfach traumhaft, einfach traumhaft. Da sieht man es. Toll. Also man müsste es praktisch im Frühjahr aufnehmen. Das werde ich auch natürlich machen. Weil da sieht ja noch traumhafter aus. Aber ich denke, das reicht schon. Man kann sich schon etwas drunter vorstellen. Also wir haben dafür gekämpft, hart gearbeitet. Und jetzt genießen wir unsere Freiheit hier in Paraguay. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hier unser Grundstück, wo wir wohnen, am Stadtrand von Pirebebuy, etwas näher gebracht. Also wir sind es ungefähr eine gute Autostunde von dem Großraum Asunción entfernt. Und ungefähr die gleiche Entfernung kamen wir bis zum internationalen Flughafen. Von daher frische Luft, gar keine Probleme. Und wir sind nah genug an Großraum Asunción. Falls wir dahin müssen, Kanal bitte abonnieren, Likes nach oben, bitte nicht vergessen und das Video teilen.
Vielleicht wollt ihr auch so ein Grundstück haben. Ruft mich an oder schreibt uns an. Wir helfen euch gerne. Und wie gesagt, heutzutage ist etwas leichter. Warum? Ja, weil im Prinzip schon große Pflanzen fast hier um die Ecke bei uns gibt, wo man diese auch kaufen kann. Von daher stadtnah und trotzdem ruhiger Lage. Also von daher, bleib gesund, teil das Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.